mir ist ein Teil von der Freiheit geraubt worden. Das ist schon so. Also ein Teil von der Freiheit, wo ich als Mensch auf dieser Welt hatte, ist mir genommen worden. Durch den Unfall. Und das ist einfach so. Nach meiner ersten relativ guten Saison hatte ich Hirnerschütterungen, zwei relativ kurz aufeinander. Und das hat mich dann zu monatelanger Pause gezwungen. Dann hat die Leidenszeit ein bisschen angefangen. Ich weiss, wie viele Emotionen in so einem Spiel sind. Du willst gewinnen, du willst deinem Team helfen, es braucht dann eben nicht viel. Und plötzlich, ja, wie gesagt, jemand theoretisch tödlich verletzen, was auch immer. Ja, heute ist es so, dass ich eigentlich an einem Punkt bin, wo ich, sage mal, irgendwo 95% vom alten Ich irgendwo zurück habe. Das ist halt bei meinem Job, den ich gehabt habe, der Spitzensport bewegt sich genau in den letzten 5% halt. Zum ersten Mal seit seiner Verletzung ist unsere ehemalige Nummer 58, der Erik Blum, heute Abend im Stadion. Wir alle heißen ihn herzlich willkommen. Ich war nicht der Junior oder so, wo immer träumt hatte, Hockeyprofi zu werden. Ich war dort, glaub, zu fest ein Träumer als Kind und habe mir nie so Gedanken gemacht, was ich dann mal gross werden würde. Ich bin zwar angefangen relativ spät, grundsätzlich, so mit 8. Und ich habe angefangen, Eishockey zu spielen, aber ich meine, nachher durchs Band knapp nicht ganz 30 Jahre. Das hat einen extrem grossen Part eingenommen im Leben und hat mich natürlich auch geprägt. Quasi, wenn ich mich als Werkzeug anschaue, mit dem Werkzeug eigentlich immer wie präziser und genauer arbeiten können. Und das war bei mir eigentlich die Motivation. Blum trifft zum 1:1. Blum Tor. Erik Blum 2:1. Ich durfte eigentlich so sehr viel mitmachen und erleben. Ich durfte nationale Erfolge feiern, nachdem ich mehrere Mal Zweiter geworden bin. Im Finale der Schweizer Meisterschaft konnte ich dann mit Bern auch dreimal Schweizer Meister werden. Mit Bern habe ich auch einen Cup-Sieg erlangt. Plus durfte ich dann international auch an Turnieren teilnehmen, wie Olympiaden, diverse WMs. Und bin so eigentlich wirklich, wirklich eigentlich sehr, sehr dankbar und eine sehr coole Karriere eigentlich erleben. Für mich war es immer unvorstellbar, dass mir so etwas passiert. Ich bin natürlich häufig in eine Situation gekommen, wo mich jemand wollte körperlich verwutschen mit einem Jack oder etwas Ähnlichem. Es ist wie mit dem Auto, irgendwie, was auch nicht, mit 40-50 km/h einfach in die Wand und einfach auf Null oder direkt. Mit dem ersten Berührungspunkt der Kopf. Also ich bin nicht über den Körper abbremst worden und dann ist irgendwie der Kopf hinten reingeschleudert gekommen, sondern es ist einfach der erste Berührungspunkt, der auf Null gesetzt wird, ist einfach der Kopf. Ja, was passiert ist, eben, also aus dem Gedächtnis raus kann ich eigentlich nicht erzählen. Das ist rein aus den Bildern, die ich gesehen habe, aus Erzählungen. Ich meine, erste Erinnerung ist dann im Medical Room. Und dort war auch mehr, weil meine Schulter eigentlich so wahnsinnig Schmerzen hatte. Das hat mich dann fast als allererstes
Und die Hirnerschütterung, die ja quasi dann passiert ist, das Schädel-Hirn-Trauma, das hat sich dann wie so ein bisschen mehr entwickelt, oder? Weil ich bin dann wahrscheinlich dann auch Adrenalin, Schmerz, alles weiß ich was da hormonell im Körper alles passiert. Die Realisation von so, okay, mit dem Kopf ist definitiv nicht normal, eben Lichtempfindlichkeit, Lärm, all diese Sachen. Generell ist das Risiko für eine Kopfverletzung natürlich bei direkten oder indirekten Schlägen gegen den Kopf, gerade bei Hochbeschleunigungstraumata, bei Kollisionen erhöht. Und Eishockey gehört sicher zu einer Sportart mit hohen Akzelerationen. Das heißt, da wirken gewisse Kräfte gegen den Kopf. Also es ist generell eine Herausforderung, eine Gehirnerschütterung adäquat zu diagnostizieren. Dies liegt zum einen schon an der Verletzung selber. Es ist ja eine dynamische Verletzung. Das heißt, wir haben zum einen die unmittelbaren mechanischen Effekte und dann die Effekte, die erst mit zeitlicher Verzögerung auftreten. Und der zweite Aspekt ist, dass viele Symptome nicht unbedingt spezifisch sind für eine Gehirnerschütterung und daher vielleicht anfangs auch gar nicht so eine Gewichtung bekommen bzw. der Gehirnerschütterung nicht zugeordnet werden. Das hat bei mir einfach bedeutet, dass ich fast täglich morgen aufgestanden bin, symptomfrei, meine Übungen, Therapien gemacht habe, Symptome gehabt habe und dann ist der Tag wie einfach gelaufen gewesen. Ich habe die meiste Zeit für mich gebraucht und das war sicher auch für die Familie und so die schwierigste Zeit. Wenn jetzt meinem Sohn so etwas zustossen würde, wie sich das anfühlt, also das ist wahrscheinlich wirklich wie wenn ein Teil von. Ja, wenn er es wie selber erfährt. Also man würde am liebsten ja immer selber jeden Schmerz auf sich nehmen. Als das Kind, das muss erleben. Und so ist es wahrscheinlich meiner Frau genauso gegangen. In meinem Ablauf war es, ich bin heimgegangen und bin ins Dunkle gelegen. Und dann hat man geschaut, wie es mir geht. Und hat den ersten paar Tage drauf so die ersten Schritte eingeleitet. Was macht echt Sinn? Wenn du das Bein brichst oder so, ist der Ablauf so viel klarer, was dann passiert. Die Hirnerschütterung ist einfach wirklich, ja, schauen wir mal ein paar Tage. Und dann wird einfach vorzu wird eigentlich, wird dann entschieden, was man könnte ausprobieren oder machen. Ja. Wer hat da den Salat geschnitten? Ich! Also das Thema ist extrem komplex und je mehr man sich oder intensiver mich sich damit befasst, desto herausfordernder wird es. Langfristige Folgen können anhaltende Beschwerden sein. Die können zum einen körperliche Symptome beinhalten, wie beispielsweise Kopfschmerz, Schwindel, Balance-Störungen, Sehstörungen, können aber auch kognitive Bereiche betreffen, wie beispielsweise Einschränkungen in Konzentration, in Aufmerksamkeit, Gedächtnis, können emotionale Folgen sein, wie eine depressive oder ängstliche Entwicklung bis zum sozialen Rückzug. Langfristige Folgen, jetzt wirklich, wenn man das über Jahre betrachtet, werden natürlich auch immer wieder die unterschiedlichen Formen der neurodegenerativen Erkrankungen diskutiert, wie zum Beispiel die Entwicklung einer Demenz. Ich glaube, ich habe angefangen, Hockey zu spielen als Kind, weil es einfach Spass macht, weil das Spiel Spass macht. Das ist sicher der Hauptteil in meinem Leben. Nach so einer langen Zeit das Gefühl nicht mehr zu haben,
ist in erster Linie wirklich einfach der Spass, den ich wieder habe am Spielen. Es ist ein einzigartiges Gefühl, darum macht es auch schlussendlich so Spass. Wenn man das im Fernsehen zuschaut oder sonst, ja, kommen die Emotionen nie gleich mit über. Und wenn man es dann für mich selber erlebt, mit dem Adrenalin und allem, ja, ist schlussendlich das, was es ausmacht. Eishockey gehört sicher zu den Sportarten mit hohen psychomotorischen Anforderungen, bedingt durch die spezielle Situation mit Skates, Eis, Puck, Stick, vielen Spielern auf dem Eis. Wir haben schnelle Beschleunigung, Akzelerationen. Es erfordert Millisekundenentscheide, um letztendlich die Spielfelderfassung, Beobachtung dann auch in einen motorischen, ideal präzisen Output umzusetzen. Nach meiner ersten relativ guten Saison hatte ich Hirnerschütterungen gehabt, zwei relativ kurz aufeinander. Und das hat mich dann zu monatelanger Pause gezwungen. Dann hat die Leidenszeit ein bisschen angefangen. Das Problem während der Hirnerschütterung war schon, das hat man im Concussion Center gesehen, dass eben koordinative Sachen, visuell, Gleichgewicht, einfach alles das Zeug, dass das nicht mehr gestimmt hat, dass es einfach nicht mehr so gut vorhanden war. Und dann musste ich das wieder trainieren und das ziehe ich jetzt einfach, auch wenn es jetzt wieder gut ist, ziehe ich es einfach weiter, dass ich da wie so ein bisschen präventiv auch arbeiten kann und ja, meine Augen einfach trainieren. Wir haben sehr viele Spieler, die schon schwere Kopfverletzungen hatten. Dementsprechend ist es natürlich schon so, dass wir mit dem probieren, tagtäglich umzugehen.
aufgrund von dem, dass es sehr viele Verletzungen gegeben hat in der Vergangenheit, hat man sich auch damit befasst. Man hat Tools, wie man die Spieler möglichst kann schützen kann, auch mit dem Return-to-Play-Protokoll, wo man ganz klar auch aufzeigen kann, der Spieler ist bereit zum Trainieren oder zum Spielen oder auch noch nicht. Es geht nachher dann aber auch so ein bisschen in die Richtung, okay, wie tun wir die Spieler schulen? Und ich glaube, dort haben wir das grösste Potenzial. Verletzungen können passieren, aber wenn man Verletzungen sieht, die passieren, gerade auch die schweren Kopfverletzungen, sind es teilweise auch Sachen, wo sich ein Spieler einfach in der Situation falsch verhalten hat. Es braucht natürlich immer etwas, das unvorhersehbar war. Ein Spieler, der sich anders verhält, einen Check gemacht, den man nicht sollte, aber dementsprechend kann sich auch der Spieler, der gecheckt ist, vielleicht anders verhalten. Und dort ist so ein bisschen das Gehen und das Nehmen, wo wir sicher weiterarbeiten müssen. Wir sind noch nicht dort, wo wir gerne herwetten. Und ich glaube, wenn die ganzen Zahnräder so ineinander reinlaufen, dann sind wir auf einem guten Weg. Das ist sicher die Einstellschraube, die wir haben, ist die Nackenmuskulatur, die wir auftrainieren. Die zweite Sache ist eben Hand-Augen-Koordinationsübungen, dass die ganze Koordination zwischen den Augen und dem Körper besser ist. Sie müssen wirklich lernen, im Druck, wenn die Spielsituation ist, sich richtig zu verhalten. Man muss wie die Automatismen herkriegen, im Spiel extrem schwierig. Ja, ich denke, wenn wir jetzt gerade von dieser Zeitspanne schauen, das war vor 20 Jahren, hat man die Athletik, das war mehr Konditionstraining gewesen. Also im Sommer ist man joggen, Velofahren, wie auch immer, oder hat viel Kraft gemacht. Dann ist die ganze Schnelligkeit auch dazugekommen und dementsprechend kannst du natürlich dann auch das Training so gestalten, dass er eben gerade Spielsituationen schneller erfassen kann. Aus meiner Sicht hat sich das genauso wie sich die Diagnostik und Therapie fundamental verändert und verbessert hat, hat sich auch die Wahrnehmung verändert und verbessert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Handlungsempfehlungen immer wieder aktualisiert werden und dann dauert es natürlich ein bisschen Zeit, bis dann auch die neuen Handlungsempfehlungen in der Praxis umgesetzt werden. Ich glaube, jede Sportart hat ihre Besonderheiten oder Eigenarten, Spezifitäten. Das heißt, man weiß nicht, wie gewisse Sanktionen, Regeln Einfluss haben auf den Sport selber. Im Fußball ist es zum Beispiel so, dass im 2006 eine Regelanpassung erfolgte, dass der direkte Ellenbogenschlag gegen den Kopf mit dem Platzverweis geahndet wurde. Und dadurch konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der Kopfverletzungen abgenommen hat. Also generell sollte ja jeder Schlag gegen den Kopf verhindert werden. Fair Play steht sicher und striktes Schießen steht sicher da an oberster Stelle aus meiner Perspektive. Ja, verfolgt im Sinn von, mein Hirnerschütterungssymptom hebt einfach Ewigkeiten an. Also ich meine, ich bin auch jetzt noch nicht symptomfrei, komplett symptomfrei. Also rein von der Terminologie her ist es ein Unfall gewesen. Ist es so. Es war keine Krankheit gewesen, blöd gesagt. Also es ist ein Unfall gewesen.
quasi strafrechtlich ist dann die Frage, ja, ist es Körperverletzung, ja oder nein, oder? Und das ist natürlich dort, wo sich Geister ein bisschen scheiden. Ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass es nicht, es ist auch nicht nur eine Tätlichkeit. Für mich ist es schon Körperverletzung. Und ich sehe auch, dass es absolut vermeidbar gewesen wäre. Also ich sehe die Dringlichkeit und Notwendigkeit von der Aktion in meinen Augen sehe ich wie nicht. Wenn man jetzt das rein auf den Sport beleuchtet, was er sich in dem Moment für einen Vorteil hat können erschaffen aus dem heraus, erkenne ich wie nicht. Und so gesehen ist halt für mich schon ein bisschen das Motiv und die Motivation gewesen, ist halt mich aus dem Spiel zu nehmen. Mir ist ein Teil von der Freiheit geraubt worden. Das ist schon so. Also ein Teil von der Freiheit, wo ich als Mensch auf dieser Welt hatte, ist mir genommen worden durch den Unfall. Und das ist einfach so. Es ist natürlich sehr überspitzt und zynisch dargestellt, aber ich meine, wenn so ein Unfall, wenn das zum Sport gehören soll und man mit so etwas rechnen sollte, dann bin ich grundsätzlich schon der Meinung, dann müsste sich jede Mutter und jeder Vater überlegen, ob sein Sohn in den Sport steckt. Und ich bin eben der Meinung, nein, mit so etwas muss man nicht rechnen. Ein Unfall, absolut, das kann passieren, es kann wirklich blöd laufen. Ich hatte auch Zähne draussen und Knochenbrüche. Ja, mit solchen Sachen musst du rechnen, das gehört dazu. Aber für mich ist halt das in einem Bereich drin, wo ich so nicht unterschreiben kann, dass das Teil vom Sport ist. Das ist eben extrem schwierig. Oder respektive halt eben auch, man merkt wieder, wie nahe, dass halt eben in einem schnellen Sport so etwas kann sein kann. Ob jetzt ein Check gegen die Schulter ist oder 5 cm höher gegen den Kopf. Macht alles anders. Ja, ich glaube, das ist schon ein Teil des Sports. Und ich glaube auch darum umso wichtiger, dass halt auch die Spieler ihrer Verantwortung bewusst sind, dass eben, ja, durch Geschwindigkeit, durch den Speed, durch die physischen Kontakte halt eben auch, ja, plötzlich auch schnell kann gefährlich werden. Game 7. Ein bisschen frustrierend gewesen. Olympia. Ich glaube sicher die Schweizer Nazi Olympia ist natürlich immer etwas Spezielles gewesen. Du warst dritt. Da, die drei, das ist Pyeongchang, Sochi und Vancouver. Gleichzeitig war ich auch immer wieder die Ersten in Davos oder auch Lausanne. Viele wissen dann gar nicht, dass ich noch in Lausanne gespielt habe. Die Gratwanderung ist natürlich, ja, wenn du anhockst und darüber nachdenkst, ist eins. Aber wenn du auf dem Eis bist, in diesen Emotionen, mit den Fans, mit dieser Stimmung, um was alles geht, ist extrem schwierig zum kontrollieren. Und ja, solange das physisch zu und her geht, wird das nie alles vermeidbar sein. Aber, ja, man muss natürlich schauen, dass man alles machen kann, dass man so Szenen zu einem Minimum gibt und hoffentlich auch gar nie mehr sieht. Es sind verschiedene Sachen schon gemacht worden, sei das die Implementation von der flexiblen Bande, die sicher schon geholfen haben. Dort ist man sicher auf dem richtigen Weg. Gleichzeitig glaube ich, man kann dort auch immer, ja, wie noch besser werden. Ich glaube, häufig ist die Gefahr, dass man sagt, ja, jetzt hat man ja etwas gemacht, jetzt muss man es nicht mehr anschauen. Ich glaube, es sind viele kleine Details. Ich glaube, auch von der Spielervereinigung probieren wir auch, die Leute oder die Spieler darauf sensibilisieren, dass sie halt auch eine grosse Verantwortung haben in ihrer ganzen Sache. Sicher, das Strafmaß ist etwas, das man auch mit der Liga diskutiert. Das Team ist natürlich das Interesse, da, ja, die Spielsperren möglichst kurz zu halten. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die man im Moment führt, wo man anschaut, was kann man machen kann. Und gleichzeitig, ja, glaube ich auch nicht, dass das die alleinige Möglichkeit ist, um das zu verhindern. Ich rede mit den Schiedsrichtern, ich probiere das Strafmaß anzupassen, aber ich glaube, eben, ganz ausschliessen wird man es nicht können, aber es sind halt viele kleine Bauteile, die, ja, wenn blöd gesagt, nur jede Hirnerschütterung verhindern, hast schon am Schluss für die Gesamtgesundheit der Liga oder von allen Spielern hast du schon einen
Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, es treffen halt wirklich extrem viele Interessen aufeinander und irgendwie die aneinander können vorbeiführen oder zusammen eine Lösung finden, ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, am Schluss ist es eben auch wichtig, dass man über die Thematik redet und halt eben der Spieler auf dem Eis, wenn es dann nur halt irgendwie eine Hundertstel Sekunde noch überlegt, bevor es einen Check macht und sagt, ja, mal, was können Konsequenzen sein? Und dann hoffentlich eben den Check so ausführen, halt eben wirklich gegen die Schulter und nicht sagen, ja, wenn ich Pech habe, treffe ich halt den Kopf, sondern sicher sind, hoffentlich sicher sind, dass halt eben ein fairer Check ist und möglichst wenig den Kopf berührt. Und gleichzeitig sieht man auch teilweise Sachen, wo bei wirklich fairen Checks halt Spieler nach einer gleichen Hirnerschütterung haben, ist halt einfach ein Teil von der hohen Geschwindigkeiten, die ist. Also ich kann nur für mich reden. Ich jetzt persönlich weiss, welche Situationen allgemein eher gefährlich sind. Und dort probiere ich mich einfach so gut wie es geht zu schützen und eben auch Kopf oben haben, schauen, halt so Sachen. Ja, ein Traum ist es auf jeden Fall, aber ich bin mehr im Hier und Jetzt, im Moment und probiere auch täglich das Beste zu geben und alles, was kommt, ist gut. Schlussendlich ist es ein Spiel, das gespielt werden muss und das ist. Das ist das, was für mich ausmacht, dass es so extrem schön ist. Für mich ist ganz klar, dass es in erster Linie ein Mannschaftssport ist. Dass du mit deinen Teamkollegen kannst etwas ausüben, das dir extrem Spass macht. Ja, auch extrem schön. Ich kann dann eigentlich keine Gedanken mehr sonst das Leben oder sonst irgendetwas außerhalb vom Hockey. Dann ist wirklich der Fokus und die Freude aufs Spiel. Und alles rundum ist eigentlich ausgeschaltet. Ja, das treibt auf jeden Fall an. Eben mit den Fans einerseits, andererseits auch mit den Emotionen, dem Adrenalin, die sowieso im Spiel drin sind. Also die Mischung von all diesen Emotionen, das gibt, kann man so sagen, so einen Rausch. Und schlussendlich wahrscheinlich auch wegen dem machen wir das so gerne. Ich würde all die Blessuren und Verletzungen und die Zähne, die ich ausgeschlagen habe, würde ich alles nochmal auf mich nehmen. Ich sage aber, der Sport bewegt sich in eine unglaublich elegante Richtung. Es wird immer technischer. Es gibt fast keine schlechten Schlittschuhläufer mehr. Ich meine, das sind Geschwindigkeiten. Klar, es braucht ein bisschen geübtes Auge, dass man am Spiel zuschauen kann. Aber es passiert einfach in sehr kurzer Zeit extrem viel und das fasziniert. Und das ist einfach, ja, ich sage, das bewegt einfach emotional. Und so gesehen, ja, ist es einfach ein geiler Sport.